So, wir sind bereit für die höchste Schwierigkeitsstufe von 1080 Snowboarding. Mal sehen, ob ich das jetzt auch noch schaffe. Sehen die Strecken wieder anders aus. Das ist ja auch noch ein Schneesturm. Leider habe ich es wieder mal nicht geschafft, durchzustarten. Was aber egal ist, weil diese kleine Japanerin ist ja eh nicht so schnell wie ich. Es sei denn, ich bin so blöd und fall hin. Obwohl, warum ist sie eigentlich immer noch direkt hinter mir? Nämlich man merkt auch, dass das Spiel von Japanern entwickelt worden ist, weil einige Charaktere Japaner sind. Was hat bloß ihr die Abkürzung da rechts rumgenommen? Die ist ja vielleicht mal eine. Oder? Hör tatsächlich! Ich hätte auch da rechts lang fahren sollen. Weil wenn es so weitergeht, dann wäre ich jetzt noch nicht mal Erster. Los, Kleine, mach einen Fehler! Wow, nein! Ja, Glück gehabt, ich habe die ganz kurz vom Ziel noch erwischt. War ganz knapp. Dion Blaster versus Kensuke Dimachi. Ready? Go! Kommt der wieder, der ist eigentlich nicht so schwerer Gegner. Hey, oh nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Weg mit dir! Allerdings glaube ich, dass die Gegner unendlich viele Striche haben. Also ich habe es noch nie gesehen, dass ein Gegner nicht mehr weitergefahren ist, weil ihm die Striche ausgegangen sind. Und so wahrscheinlich ist es unmöglich, dass das passiert. Sondern nur einem selber können die ausgehen. Dagegen, wenn man den Gegner umrammt, dann verliert er keine Striche, sondern wird nur kurz verlangsamt. Leider. Außer natürlich im Multiplayer-Modus, da hat der Spieler 2 natürlich auch Striche. Ey, was soll das? Muss ich hier irgendwie durchkommen? Boah, nochmal Glück gehabt. Ich hab gedacht, ich würde so arg hinfallen, dass mir die Striche ausgehen. Also mit einem Sturz, der 5 Striche abzieht. Weil ich hab jetzt nur noch 5 Striche. Dion Blaster versus Rob Haywood. Oh je, jetzt habe ich befürchtet, dass der kommt. Auf der Strecke ist der nämlich irgendwie sauschwer. Es ist ja auch noch alles dunkel. Weg mit dir! Ey, geh raus aus meinem Sichtfeld! Ist der da links lang gefahren oder was? Was hat bloß, man ist schneller, wenn man da links lang fährt? Das ist ja fies. Nee, Glück, da habe ich bin wieder vorne. Ah! Ja, natürlich. Dem passiert sowas natürlich nicht. Ey, warum stößt man mit diesen Bäumen zusammen? Das ist ja unrealistisch. Das sind doch nur Hintergrundgrafik. Mann! Ey, so schlecht darf man nicht fahren. So ist viel besser. Jetzt hat er mich schon wieder überholt, dieser Fiesling. Was
versucht er wieder mein Sichtfeld zu versperren, weil er so nervig ist. Ah. Ah! Weg mit dir! Hau ab! Du kommst hier nicht durch! Kein Zutritt für Minderjährige! Oh nein, sowas darf einem natürlich nicht passieren. Boah! Boah, das war vielleicht mal knapp. Kriegt das einfach nicht hin, weil ich so ein Nobi bin. Ja, kann man ja nur hinfallen an so einer Stelle. Frag mich nur, wie der Computer da immer so gut durchkommt. Weg mit dir! Du hast hier nichts zu suchen! Wohl, er hat einen Fehler gemacht, der ist ja schlecht, ey. Ah, aber ich jetzt auch. Bin hier lang. Weil der Weg ist, glaube ich, schneller. Obwohl, das macht, glaube ich, keinen Unterschied, oder? Das habe ich jetzt zu spät kommen sehen. Hör, WTF? Ey, wieso fällt der immer hin? Der ist ja schlecht, ey. Kommt dieser Riesling von hinten schon wieder? Wieso passiert mir das denn immer an der Stelle? Ah! Wenn ich durchstarten könnt, würde mir das weniger ausmachen. So muss ich jetzt hoffen, dass ich erster bleibe. Ja, Glück gehabt. Es gibt wieder diesen Lag bei dieser Strecke. Den sogenannten Ladelag. Dion Blaster versus Dion Blaster. Und da kommt wieder dieses Ich. Go! Yeah, ich hab's geschafft durchzustarten! Und außerdem kommt jetzt natürlich auch wieder die sogenannte Massenmörder-Musik. Beziehungsweise Endboss-Musik. Diese Schilder können einen ja wieder da zurückfehlern, sozusagen. Das ist auch erstaunlich, dass man den Sprung schaffen kann, ohne hinzufallen. Ja, da oben hätte man wahrscheinlich lang müssen, um in die Dragon Cave kommen zu können. Ah, fahr doch zu. Ah. Jetzt kommt der von hinten so langsam wieder, weil ich nämlich so schlecht bin. Ah. Jetzt gilt's.
Ich wüsste, wie man abfedern kann bei einem Sprung. Bin ich mal so ganz verrückt und versuch sowas. Boah, erstaunlich. Okay, jetzt kommt die letzte Strecke des Spiels. Ja, Glück, ich hab doch noch durchgeschaut, aber das bringt mir gar nichts, wenn ich da nämlich dann gleich hinfall. Kommt nämlich dieser Cheater-Gegner, den es eigentlich gar nicht gibt. Mit einer bestimmten Tastenkombination kann man den allerdings auch selber wählen. So wie einige bestimmte andere Cheater-Gegner. Gibt nämlich noch einen Panda und einen Gold-Eisborder und ein spezielles Brett, die man alle jeweils mit Tastenkombinationen aktivieren muss. Apropos, warum ist der eigentlich die ganze Zeit vor mir? Ich geb doch Vollgas! Vielleicht krieg ich dich, du nerviger Eiskrieger. Ich gib's doch schließlich gar nicht wirklich. Mann! Ja, soll endlich mal einen Fehler machen. Sonst verliere ich das hier noch. Aber der macht einfach keinen Fehler. Dieser verdammte. Ey, WTF? Na, endlich mal. Ja, ey, es ist aber wieder schneller als ich. Das hat ja gewonnen. Ich muss es nochmal versuchen. Den irgendwie erwischen. Macht einfach zu wenig Fehler, dieser verdammte Typ. Also hier wieder ein bisschen langsamer, aber ich werde noch viel mehr langsamer. Oh nein, jetzt habt ihr gecheatet. Und hat mich kurz vor dem Ziel noch gekriegt, obwohl es unmöglich war, weil ich nämlich Vollgas gegeben habe. Gebt mir nicht mal Gas, Mann. Wieso verliere ich ihn und der nicht? Der ist ja ein Cheater, ey. Der hat immer Glück. Dass ich einen Fehler mache. Der ist ja vielleicht mal ein Cheater-Typi. Ich komme einfach nicht an dem vorbei, verdammt nochmal. Jetzt muss ich es aber packen. Vielleicht soll ich diese Schanze hier benutzen. Nee, da falle ich nur hin. Ey Mann, ich habe das schon mal geschafft hier. Also auch auf diesem Emulator. Wieso schaffe ich denn jetzt nicht mehr? Vor allem, ich fahre doch gar nicht so schlecht eigentlich. Verdammt nochmal. Der fällt dann hier immer hin und wird dann noch erwischt. Hör klar, weil er jetzt nämlich so blöd war und kurz zum Ziel nochmal angehalten hat. Ey, das ist unmöglich. Ich kann den nicht besiegen. Das geht nicht. Der macht hier zwar auch einen Fehler. Aber dann gibt es diesen Fehler. Bei mir, kurz vorm Ziel. Dass ich irgendwie angehalten werde oder so. Und dann hat der gewonnen. Ich muss jetzt gucken, dass mir das nicht passiert. Nun, na endlich. Das war ja vielleicht mal mies. Und ich habe das mal mit 1,16 geschafft, vor dem ins Ziel zu kommen. Muss der ja damals viel schlechter gefahren sein eigentlich. Das war ja vielleicht mal mies. Auch eigentlich cool, wie der eigene Fahrer dann den Gegner so total verachtet und absichtlich nicht in dem seine Richtung guckt anscheinend.
Okay, jetzt gibt's Credits. Die können wir uns ja auch mal schnell noch angucken. Und keine Angst, die sind nicht so lang wie bei dem Film Avatar. Nämlich, ich finde, in diesen Credits gibt's ein lustiges Easter Egg. Beziehungsweise, gut, eigentlich sieht man ja schon, dass das alles Japaner sind. Aber da kommt dann noch was, das ganz arg darauf hinweist, dass das Japaner sind. Nämlich hier. Dass es dieselben sind, die auch mit Super Mario zu tun haben. Okay, damit ist dieses Let's Play jetzt auch schon abgeschlossen. Das ging eigentlich ziemlich schnell. Auch wenn ich viel gesavestated habe. Weil ich nämlich so ein alter Cheater-Typi bin. Und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann.